Es war der Hingucker beim Heimspiel der Bayern-Amateure gegen Dynamo Dresden, dieser Traumfreistoß von Fiete Arp. Die Mannschaft von Holger Seitz wollte am dritten Spieltag im Freitagabend-Flutlichtspiel zu Hause gegen Dresden wieder zurück in die Erfolgsspur nach dem 0:3 beim Aufsteiger SC Verl. Und gegen den Zweitliga-Absteiger sollte das traumhaft schön gelingen. Arp in der 22. Minute mit dem eingangs schon gezeigten Freistoßtreffer. Die Bayern weiter im Offensivmodus. Knappe halbe Stunde vorbei. Leon Dayaku erhöht auf 2:0 unter gütiger Mithilfe von Gästekeeper Kevin Broll. Kurz vor der Pause vergab Angelo Stiller aus 11 Metern die Chance auf die 3:0 Halbzeitführung. In der zweiten Hälfte machten die Bayern in der Schlussphase gegen gelb-rot dezimierte Gäste durch Nicolas Kühn den verdienten 3:0 Endstand und damit den ersten Saisonsieg klar. Dieser Treffer von Dreierpacker Amindo Sieb stand für den unersättlichen Torhunger der Bayern U19 gegen St. Pauli in der ersten DFB-Pokalrunde, aber der Reihe nach. Sieb nach gerade einmal 16 Sekunden mit der 1:0-Führung und 8 Minuten später mit dem Doppelpack zum 2:0. Die Bayern eiskalt in ihrer Chancenverwertung. 15. Minute Kapitän Torben Rhein wird nicht angegriffen, dann macht er ihn eben rein. Unsere A-Junioren mit Spiellaune und Torhunger. Mamedo war im Stil eines Tipkick-Männchens mit dem 4:0 bereits in der 30. Minute. Luca Denk dann mit einem Freistoß-Geniestreich zum 5:0 Halbzeitstand. Im zweiten Durchgang legte das Team von Martin De Michelis nach. San Yang mit Hilfe der Gäste zum 6:0 nach einer Stunde. Der eingewechselte Gabriel Vidovic in der 84. aus 11 Metern mit dem 7:0. Und schließlich Amindo Sieb in der 88. mit dem Dreierpack und dem 8:0 Endstand. Alle Achtung! Am vierten Bundesligaspieltag zu Gast bei der SGS Essen. Mit diesem Hingucker in Spielminute 36. Caroline Simon mit dem Tänzchen und der starken Vorlage. Hanna Glas mit dem satten Sonntagsschuss zur verdienten Pausenführung. Die Schwedin vor der Saison von PSG gekommen mit ihrem ersten Treffer für den FCB. In der zweiten Hälfte machte Sydney Lohmann in der Nachspielzeit mit ihrem dritten Saisontreffer den 2:0 Deckel drauf. Die Erfolgsserie bleibt makellos. Viertes Spiel, vierter Sieg, 13:0 Tore, weiterhin Platz 1. Ich bin Lisa Ramuschkat, euer neuer Host im FC Bayern Basketballteam. Wie man so schön möchte oder sagen möchte, die Vertretung für die liebe Kati im Mutterschutz. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei unserer ersten Matz von unseren Jungs in der Allianz Arena. Auf jeden Fall war es das erste Mal für unseren Kollegen Wade Baldwin. Der hat sich heute auch extra für euch den 10 Kurzen gestellt und spricht da über sein Role Model, über München und über Coach Trinkieri. Und definitiv laufen wir hier gerade auch durch schwierige Zeiten offensichtlich, in denen es noch wichtiger ist, ganz eng zusammenzurücken als Club, als Team und als Familie. Und deshalb hat sich diese Familie was ganz Besonderes überlegt. Dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß und damit sage ich auch jetzt auch schon mal Tschüss und Servus. Bis zum nächsten Mal. Ladies.
verliert den Ball. Jetzt kommt der Möglichkeit für die Bayern. Da wird Lewandowski geschickt. Lewandowski spielt wieder in die Mitte auf Kimmich. Kimmich zentral. Und Kimmich entfallen. Was ist das denn für ein Tor gewesen? Backstage at the mic station, and then I'll take you one at a time to do this taping. Thank you.
Amanda Ilestedt in der 21. Minute nach gefühlvoller Hereingabe von Vivien Asseyi mit dem 1:0. 6 Minuten später, diesmal Hanna Glas mit der pfannenfertigen Flanke und Asseyi mit ihrem dritten Saisontreffer zum 2:0. Clara Bühl nach Vorarbeit von Lea Schüler bereits in der 39. Minute mit dem 3:0 Endstand für den Tabellenzweiten mit 5 Siegen aus den ersten 5 Spielen und 16:0 Toren. Hier ist der FC Bayern München! Dann lagen Javi und ich im Möbelhaus auf dem Bett, auf den Matratzen. Meine Kollegin hat sich selbst gelacht. Hallo liebe Elisabeth, was mir in Erinnerung bleibt, sind unsere Operngänge zusammen. Die vermisse ich. Du bist für viele organisatorische Dinge rund um das Privatleben der Spieler verantwortlich. Du bist jetzt seit 40 Jahren hier beim FC Bayern. Das ist halt wie eine zweite Familie. Eine treue Seele hat mir immer den Rücken frei gehalten. Ja, Herr Hoeneß ist ein Frühaufsteher. Boah, um 7 Uhr für mich Katastrophe. Er ist ja dann ein witziger Typ und meinte dann, ey, komm Elli, er nennt mich Elli. Komm Elli, mach mit. Geburtstag hin oder her. Auf dem Trainingsplatz gibt Holger Seitz am Freitag Vollgas. Schon morgen steht für seine Jungs das nächste Spiel an. Und der Trainer hat einen konkreten Wunsch, was die Partie gegen den Tabellen 18. aus Uerdingen angeht. Ja, dass sie das fortsetzen können, was sie gegen Dresden jetzt insbesondere in der ersten Halbzeit gezeigt haben. Ich glaube, dass die Trainingswoche ganz okay war, wobei gestern die Einheit uns schon nochmal gezeigt hat, dass wir Luft nach oben haben. Gegen Dresden gab es am vergangenen Spieltag den ersten Saisonsieg und leider auch den nächsten Langzeitverletzten. Neben Kapitän Nico Feldhahn fehlt der U23 jetzt auch Malik Tillmann bis auf Weiteres. 8 Nachwuchsspieler sind außerdem aktuell auf Länderspielreise. Für Seitz jedoch kein Grund zur Sorge. Die Jungs, die jetzt normal im Trainingsbetrieb sind, haben eine sehr hohe Qualität. Trotzdem muss man schon sagen, ist viel Bewegung drin in unserem Kader. Wir haben jetzt auch mit Malik Tillmann leider wieder einen Langzeitverletzten hinzubekommen. Darüber hinaus ist Yannick Rochel jetzt beispielsweise auch angeschlagen. Das heißt, es wird schon die ein oder andere verletzungsbedingte Umstellung geben. Trotzdem werden die Amateure natürlich alles dafür geben, am Samstag die 3 Punkte mit nach München zu bringen. Denn für den Trainer wäre das perfekte nachträgliche Geburtstagsgeschenk. Welcome to the corporate partners, to the teams. We're looking forward for today, for the results, for this pitch. Die Vorfreude bei Andreas Jung und allen Beteiligten sollte voll erfüllt werden beim Final Pitch des Projekts The Mission Sports Be Sustainable am Donnerstag, den 8. Oktober. Kickoff für das Projekt war bereits Ende Juli. Nun waren die einzelnen Teams in der Allianz Arena zu Gast, um die Projekte zu präsentieren. Im Rahmen der Initiative haben 5 Teams von Studierenden in den vergangenen 3 Monaten an Lösungen gearbeitet, die den Betrieb von Fußballstadien am Beispiel der Allianz Arena nachhaltiger machen sollen. Die Perspektive von außen soll für neuen Input und Innovationen sorgen. Mit bis zu 75.000 Fans fasst die Allianz Arena an Spieltagen vergleichbar viele Menschen wie eine Kleinstadt. Bei der An- und Abreise sowie dem Stadionaufenthalt sind ressourcenschonendes und nachhaltiges Verhalten daher von enormer Bedeutung. Der FC Bayern ist sich seiner Verantwortung bewusst und will dieser im Rahmen des Projekts The Mission gerecht werden. Dieses Bayern-Tor glich einem kleinen Fußballkunstwerk. Jamie Lawrence serviert per Traumpass. Leon Dayaku finalisiert mit der Schulter beim Gastspiel der Bayern-Amateure am 4. Spieltag gegen Uerdingen. Holger Seitz sah einen Tag nach seinem 46. Geburtstag eine umkämpfte, aber torlose erste Hälfte auf schwer bespielbarem Geläuf in Düsseldorf. In der zweiten Hälfte die Bayern dann offensiver und kunstvoll. Leon Dayaku vollendet in der 53. Minute eine Traumkombination zur Gästeführung. Wie schön war das, bitteschön? Jamie Lawrence schüttelt diesen Traumpass aus dem Fußgelenk, den Dayaku dann rein schultert. Uerdingen zeigte aber eine schnelle Reaktion. Mohamed Kiprit nur 5 Minuten später mit dem 1:1 Ausgleich. In der Schlussphase gab es für die Gastgeber noch eine rote Karte. Die Bayern in Überzahl mit dieser Chance durch Timo Kern. Es blieb jedoch beim 1:1, der erste Auswärtspunkt für die Bayern-Amateure.
Am zweiten Spieltag der Euroleague, der FC Bayern München als Herausforderer gegen den amtierenden deutschen Meister, gegen Alba Berlin, und die Berliner in den Gelbtrikots auch mit dem besseren Beginn. Sie sind ja bekannt für ihr flüssiges Angriffsspiel. Jetzt haben sie aber einige Positionen neu besetzen müssen. Ein gutes Händchen haben sie mit Simeone von Tekkyut. München hat Probleme in diesem ersten Viertel. Jalen Reynolds hält sie im Spiel mit seinen offensiven Rebounds. Da haben die Bayern Vorteile unterm Korb, da sind sie größer. Alba entscheidet dieses erste Viertel für sich. Aber das Spiel kippt komplett in Viertel 2. 16 Punkte Vorsprung zur Pause für München. TJ Bray mit dem Dreier. Der Vorsprung bleibt konstant. Und Andrea Trinchieri, der italienische Trainer, der Münchner, kann sehr zufrieden sein mit dieser Vorstellung. Der Pass von Granger auf Eriksson. Er heute Topscorer bei Alba mit 15 Punkten. Aber jeder dieser Punkte ist hart erarbeitet. Er kommt kaum frei zum Wurf. Ganz tolle Verteidigung der Münchner, die viel switchen. Und dagegen findet Alba keine Lösung. Nur wenige Flüchtigkeitsfehler der Gäste. Diesen hier nutzt von Tekkyut für den Ballgewinn und dann den Dunking. Aber ganz seriös spielt Bayern das herunter. Und noch ein Highlight zum Ende von Wade Baldwin. Bayern darf sich über diesen Sieg freuen. Toll herausgespielt. Der FC Bayern München kreist sich den ersten Sieg am zweiten Spieltag, fliegt jetzt nach Israel, spielt gegen Tel Aviv. Alba Berlin mit einem weiteren Heimspiel am Dienstag. Es geht gegen Anadolu Efes Istanbul. Servus, liebe FC Bayern Basketballfans. Es gibt wieder eine neue Folge Timeout für euch. Und in dieser Woche habe ich unseren Neuzugang Nick Weiler-Bepp kennengelernt. Wir haben den Scheck eurer FCBB Heldenspende übergeben. Und natürlich darf auf gar keinen Fall das Highlight fehlen. Alba gegen Bayern in der Euroleague. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Er ist der erste Spieler des Monats der neuen Saison. Mit 35% gewinnt Europas aktuell bester Verteidiger Joshua Kimmich die Wahl vor Goalgetter Robert Lewandowski, der auf 25% kommt. Kimmich im September nicht nur mit 2 Vorlagen zum Saisonauftakt gegen Schalke, sondern auch mit 2 fantastischen Treffern. Sein Distanzschuss gegen Hoffenheim sehenswert, sein wichtiges 3:2 gegen Dortmund im Supercup kurios und zugleich Weltklasse. Was ist das denn für ein Tor? Herzlichen Glückwunsch, Joshua Kimmich, euer Spieler des Monats September.
Servus FC Bayern-Fans. Ich stelle mich heute den Fragen der Kids Club Kids. Viel Spaß. Okay, fangen wir an. Servus Leroy. Hat der Müller eigentlich schon Schafkopfer oder Watten gelernt? Nee, der Thomas kam bisher noch nicht und hat mir es beigebracht. Aber da wir natürlich noch sehr viel Zeit zusammen verbringen werden, denke ich, dass er noch auf mich darauf zukommen wird und sagen wird, komm, ich bring dir das bei. Und dann, ich bin mal gespannt. Douglas Costa auf Bounassar, der dann maßgerecht Erik Maxim Choupo-Moting bedient. Was für eine Traumkombination unserer Neuzugänge gegen Düren. Es war ein gelungener Debütantenball in der ersten DFB-Pokalrunde, in der die Bayern auf fast alle ihre Nationalspieler verzichten mussten. Der Fünftligist aber hatte nach 23 Sekunden die erste Chance. Alexander Nübel, der Vertreter von Manuel Neuer, bei seinem Bayern-Debüt jedoch ohne Probleme. Danach aber zog der Titelverteidiger ordentlich an. Die 18. Minute, Alphonso Davies für Choupo-Moting. Die erste offensive Visitenkarte des Neuzugangs von Paris Saint-Germain. 6 Minuten später, Douglas Costa schickt Bounassar perfekt in die Spur und der bedient Choupo-Moting mustergültig. Die verdiente Führung für den 20-maligen Pokalsieger in der 24. Minute. Eine traumhafte Kombination unserer Neuzugänge, abgeschlossen durch den 31-jährigen Stürmer, der kurze Zeit später im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Es gab 11 Meter. Thomas Müller in Vertretung vom Standardschützen Robert Lewandowski ganz, ganz sicher in der 36. Minute zum 2:0 für die Bayern. Kurzer Anlauf und dann ab dafür. Und die Bayern drückten weiterhin ordentlich aufs offensive Gaspedal. Knappe halbe Stunde gespielt. Ein weiterer Neuzugang machte auf sich aufmerksam. Marc Rocker, der 23-jährige defensive Mittelfeldspieler. Und sie hatten immer noch nicht fertig im ersten Durchgang. Douglas Costa bittet zum Traumsolo. Costa dann per Außenriss. Die Bayern knapp an der 3:0 Halbzeitführung vorbei. Es blieb beim 2:0. Zweiter Durchgang weiterhin roter Einbahnstraßenfußball und wieder Choupo-Moting mit einer sehr guten Gelegenheit in der 63. Minute. Der Ball war vermutlich drinnen. Es blieb aber weiterhin beim 2-Tore-Vorsprung. Kurze Zeit später Jamal Musiala in der 64. Minute mit diesem Traumtänzchen im Strafraum des Fünftligisten. Nur der Außenpfosten hatte was gegen die 3:0-Führung des Rekordpokalsiegers. Eine Viertelstunde vor dem Ende dann der nächste Auftritt von Erik Maxim Choupo-Moting. Das 3:0 in der 75. Minute, ein herrlicher Doppelpack des Stürmers. Die letzte Gelegenheit in der Partie hatte dann unser Mr. European Supercup Javi Martinez, aber erneut mit Alupech für die Bayern. So blieb es beim souveränen 3:0. Der FCB zieht in die zweite Runde ein. Man of the Match, 2 Tore geschossen, ein Elfer rausgeholt. Dir muss es ja richtig gut gehen, oder? Ja, also in erster Linie geht es mir gut, weil ich einfach happy bin, mein erstes Spiel gemacht zu haben für Bayern München. Hier mal in der Arena zu spielen. Ich habe oft hier in der Arena gespielt und hab mir schon das eine oder andere Mal gedacht, warum nicht mal auf der anderen Seite. Und ja, ich bin happy, zurück in Deutschland zu sein. Pokalspiel heute, ja, jedes Pokalspiel muss man ernst nehmen, weil der Pokal hat immer seine eigenen Geschichten. Und es war nicht einfach. Also ich finde, Düren hat es gut in den ersten Minuten gerade gemacht. Aber klar war, dass wir Favorit waren und dass wir das Spiel gewinnen mussten. Und ich bin umso happier natürlich, entscheidend beteiligt gewesen zu sein mit 2 Toren und ja, dem Elfmeter. Wir freuen uns natürlich, dass wir die neuen Spieler gleich nicht nur auf dem Platz gesehen haben, sondern auch erfolgreich begrüßen konnten. Ob jetzt Douglas, der ja schon ja, öfters das Bayern-Trikot auch anhatte, oder Buna gleich ein Tor vorbereitet. Choupo hat gleich 2 Tore gemacht, Marc im Mittelfeld die Fäden gezogen. Also es hat schon, hoffentlich habe ich jetzt keinen vergessen. Nee, ich glaube nicht. Man hat schon gesehen, dass die Jungs Qualität haben. Mit der Zeit wird es noch besser werden. Da müssen wir noch mehr Automatismen kriegen, das ist klar. Aber ja, heute haben auch viele gefehlt und wir werden so viele Spiele noch haben. In 2 Tagen geht es weiter. Es ist schon ein brutales Programm. Und
ja, ich bin positiver Dinge. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen regenerieren, weil ich habe auch lange nicht gespielt. Also ich spiele das schon, das Spiel. Aber ja, ich bin happy, hier zu sein. Ich denke, wir können mit dem heutigen Abend auch ziemlich zufrieden sein. Es ist nie irgendwie groß was angebrannt, auch wenn Düren tatsächlich ein ordentliches, bis sogar ziemlich gutes Spiel gemacht haben. Sie haben uns schon auch immer wieder Probleme gemacht, auch kontrolliert da durchs Mittelfeld zu spielen. Also ich bin echt wirklich stolz. Wir sind super, super angelaufen. Ich glaube, damit haben die Bayern nicht gerechnet, dass wir so offensiv angelaufen sind. Und wir haben es gut lang durchgehalten. Also ja, ich bin stolz, dass wir besser als Schalke sind, sage ich immer so. Besser als Barca, ja, kann man mit Augenzwinkern sagen. Und ja, mehr ist nicht zu sagen. Ich bin sehr froh über dieses Erlebnis hier. Und ja, danke mich für die ganze Fahrt hier. Ziel ist ganz klar, den Pokal zu gewinnen, genauso wie die Meisterschaft und ja, am besten auch die Champions League. Also der FC Bayern möchte immer so viel wie möglich gewinnen und wenn das jetzt nochmal möglich wäre, wäre es natürlich ein Traum. Alles ist möglich, wir haben den Kader dafür, aber es ist noch ein sehr, sehr langer Weg. Für uns Franzosen, für David Alaba und für Robert Lewandowski war Regeneration angesagt. Heute werden alle auch trainieren. Wir machen heute mehrere Gruppen, müssen wir machen, weil ein paar gestern gespielt haben. Einige, wie gesagt, vor 2 Tagen. Und dann am Dienstag haben unsere Nationalspieler, deutsche Nationalspieler gespielt. Also von daher haben wir 3 Gruppen und müssen halt so auch das Ganze steuern. Ja, Bielefeld ist ein Aufsteiger, der Fußball spielen will. Uwe Neuhaus hat eine Mannschaft, die ja, eine sehr gute Philosophie hat, die von hinten auch das Spiel aufbauen möchte, also sehr gute Fußballer in ihren Reihen hat und also von daher ist ein sehr interessantes, ein spannendes Spiel wahrscheinlich morgen.